Aber darum geht's, dass Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Lösungen schaffen, die kreativ sind, die heilsam sind, die eine Gemeinschaft und Miteinander fördern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feministisch fromm Freischnauze. Bei mir zu Gast ist heute Anna-Sophie. Wogegen protestierst du denn? Ich protestiere dagegen, dass Menschen auf der Straße schlafen und in Armut leben. Und das hat auch schon ganz schön viel mit deinem Job zu tun. Du leitest die City-Station. Was genau. Ist das? Eine Tagesstätte für obdachlose Menschen und Menschen, die in finanzieller Armut leben. Ein Ort, wo man satt wird, wo man gute Gespräche hat, wo man duschen kann, aber vor allen Dingen auch Gemeinschaft und Glauben erleben kann. Wie bist du an diesen Job gekommen? Ich habe mal im Rahmen des Studiums ein Praktikum gemacht im Jugendamt, weil ich die Vorstellung hatte, da ganz toll mit Eltern zusammenzuarbeiten. Ging nicht auf, war eine völlige Katastrophe. Und eine Kommilitonin von mir hat in einer Notübernachtung für obdachlose Menschen gearbeitet und hat gesagt, hey, dann komm doch einfach mal einen Tag dahin, dann hast du wenigstens so ein Mini-Praktikum, das ist besser als im Jugendamt. Und da habe ich gemerkt, dass das der richtige Ort ist, dass ich die Umstände aushalte, dass ich gut mit den Gästen in Kontakt komme. Und da wusste ich, das ist mein Ort und ich möchte mit obdachlosen Menschen arbeiten. Was macht dir jetzt an deinem Job besonders viel Spaß? Dass ich morgens nicht weiß, wie der Tag wird. Ich habe ganz oft große Pläne. Ich bin sehr gut im Strukturieren und im Tagesplan haben, aber es geht in der Regel nie so auf, weil immer was Spontanes dazwischen kommt. Ganz schöne Sachen, ganz tragische Sachen. Ich habe ein ganz tolles Team. Bei uns wird jeden Tag gelacht auf der Arbeit und das macht Freude. Da sind jetzt auch viele Sachen dabei, die ich so als Pfarrerin unterschreiben könnte. Ich mag auch, dass mein Job so abwechslungsreich ist und überraschend. Wie ist das so mit Abgrenzung? Ja, ist eine gute Frage. Ich sag mal, im Jahr gibt es 3 Tage, wo ich mich nicht abgrenzen kann, wo es einfach traurig und schrecklich und fürchterlich ist und sicherlich auch Tränen fließen und Wut ist. Aber in den meisten Tagen ist es eine Mischung aus viel Joggen gehen, viel mit Kollegen sprechen und ins Gebet gehen und sagen, ich kann Dinge abgeben, ist nicht alles mein Job. Du hast das ja jetzt schon angesprochen, dein Job ist ganz eindeutig sozial, aber er hat eben auch diese spirituelle, diese Glaubensdimension mit drin. Das heißt, du bist natürlich auch für dein eigenes Glaubensleben verantwortlich, aber auch für das von euren Gästen, oder? Ob ich verantwortlich bin, würde ich jetzt in Frage stellen, aber zumindest darf ich Angebote machen und darf Angebote machen und sagen, Menschen haben da eine Chance, Glauben kennenzulernen, Chance, einen lebendigen Gott kennenzulernen oder eben auch nicht. Auch das dürfen Menschen entscheiden. Also es ist kein Zwang dahinter, sondern ja, Freude und das Reich Gottes gemeinsam zu entdecken. Und was sind das dann so für Angebote? Wir haben Andachten in der Woche. Aktuell haben wir ein Friedensgebet einmal in der Woche wegen des Kriegs in der Ukraine. Dann haben wir freitags Andachten, die, ich sag mal, für den normalen Pfarrerin oder für eine normale Diakonin eher untypisch sind. Also es geht bei uns viel darum, dass Menschen im Gespräch sind und wir jetzt nicht eine tolle Predigt vorbereiten, sondern eher so Mitmachandachten, wo es auch mal heiß hergeht. So. Okay. Genau, dann haben wir Seelsorgeangebote, wir haben Gebetsanliegenkasten, dass Menschen auch anonym einfach so ihre Themen da reinwerfen können und wir zusichern, dass wir dafür ins Gebet gehen. Wir haben vor Corona Malkurse gehabt zu biblischen Geschichten, also wirklich ganz bunt und immer mit der Frage, was brauchen die Gäste gerade? Wir haben auch schon einen Garten gepflanzt und dabei über Gottes Schöpfung geredet. So, also das, was die Gäste brauchen, weil es ist ja nicht mein Glauben, sondern ich möchte, dass die Menschen Gemeinde und Kirche neu verstehen und kennenlernen. Und gibt es dann auch wirklich so Entwicklungen, also Menschen, die bei euch zum Glauben finden und oder wo sich der Glaube verändert? Was kriegst du davon so mit? Verändert auf jeden Fall zum Glauben finden. Ich sag mal so, wir haben jetzt keine
klassische Geschichte, dass der Drogenabhängige bei uns eine Andacht hört und auf einmal keine Drogen mehr nimmt und Christ wird. Also das ist eher nicht so, aber schon, dass Menschen sagen, ich bin da neugierig, ich kann mir meine Fragen stellen, auch kritische Fragen stellen, auch Sachen in Frage stellen dürfen und da zumindest, sage ich mal, über ihre Spiritualität nachdenken. Ich finde es nicht mein Job, das zu bewerten, ob das irgendwie tiefer ist oder begründeter, sondern es ist einfach ein Ort, wo man leben darf. Ich finde ja auch vor allen Dingen dann daran, Erfolg zu messen, das wird ja dann schnell irgendwie ganz komisch. Wie misst man dann Erfolg, so wie du es beschrieben hast, dass dann der Drogensüchtige keine Drogen mehr nimmt, weil er zu Jesus Christus gefunden hat? Wenn ich solche Geschichten höre, das löst in mir auch als Pfarrerin eher Befremden aus und hat, finde ich, dann auch viel so mit Übergriffigkeiten zu tun. Ja, das weiß ich gar nicht. Also, ich kenne schon auch Gäste, die das so sagen und sagen, genau, in Hamburg auf der und der Straße hatte ich da mein Erlebnis. So, und das möchte ich denen auch nicht absprechen. Ja, ich merke nur, dass das nicht meine Form ist oder nicht mein Weg, Kirche und Gemeinde zu leben. Aber wenn so jemand eine lebendige Gottesbeziehung hat, dann finde ich das total super. Auf jeden Fall, aber eben, wenn das von der Person selbst kommt und nicht von außen. Genau. Ja. Und vor allen Dingen halt nicht, du musst nur genug an Jesus glauben, dann hast du kein Problem mehr mit Drogen. Denn in die Richtung kippt es ja auch manchmal und das ist halt gefährlich, gerade wenn es ja auch um medizinische Probleme geht. Auf jeden Fall. Gibt es eine Geschichte aus deiner Arbeit, die dich besonders bewegt hat? Ach, es gibt ganz viele Geschichten, aber es gibt einen Klienten, der mich sehr bewegt. Ich habe schon an vielen Stellen bei der Berliner Stadtmission gearbeitet für obdachlose Menschen und ich hatte einen Gast, mit dem ich einen super Kontakt hatte, der ein bisschen Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben hatte. Ich immer geholfen mit dem Briefverkehr und er ist seit bestimmt 30 Jahren Alkoholiker, schafft es aber ganz gut, so sein Leben damit zu gestalten und ist so ein ganz lustiger, so ein ganz netter, der geht auf jede Party, der kennt in Berlin alle Plätze, so ein ganz cooler. Und der hat mich ganz oft gefragt, ob ich mal mit ihm ausgehe. Und ich habe immer gesagt, nee, mache ich nicht. Ne? Wir haben hier eine professionelle Beziehung. Und irgendwann habe ich ihn in der S-Bahn getroffen und er hat sich super doll gefreut, mich nun jetzt in seiner S-Bahn, in der Ringbahn zu treffen. Und ich habe mich zu ihm gesetzt und er hat irgendwann aus seiner Tasche so zwei Bonbons rausgeholt und war so ganz klar so, hey Anna-Sophie, ein Bonbon für dich und einer für mich. Mhm. Und dann haben wir diese Bonbons gegessen und für mich war es eine super Überwindung, weil ich sofort dachte, wie lang sind diese Bonbons in der Tasche, so, ne, wo waren die schon überall, aber ich habe das gemacht und es war für mich so ein ganz besonderer Moment, den wir einfach zusammen hatten. Also das, ja, also an den denke ich sehr, sehr oft. Und es ist eine der Geschichten, die mich sehr prägt, so auch weil ich meinem Team immer wieder sage, Nähe und Distanz ist total wichtig und wir haben hier Regeln und Strukturen und und dann zu merken, okay, aber es gibt auch diese feinen, grauen Nuancen, wo es halt nicht so klar ist. Und dann für sich eine Lösung zu finden, das war ganz wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage oder die erste Frage zurückkommen, ich habe dich gefragt, wogegen protestierst du? Diese Thematik von Obdachlosigkeit, dass es also wirklich auch in Deutschland Menschen gibt, die so arm sind, dass sie auf der Straße leben, das ist ja auch eine politische Frage. Was ist da möglich? Was müsste da passieren, deiner Meinung nach? Ja, ich war letzte Woche bei einem politischen Gespräch, da waren auch andere Träger und es ging um einen besonderen Ort in Berlin, wo viele obdachlose Menschen leben, mit der Fragestellung, was kann man da tun? Und sicherlich kann man da auch aus der sozialen Arbeit ganz viele Methoden reingeben und ganz viel machen, aber ich habe dem Mut gesagt, so ein bisschen platt auch, naja, vielleicht brauchen wir einfach geeigneten Wohnraum und habe das Kind beim Namen genannt. Deswegen sitzen da trotzdem Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die Suchterkrankungen haben. Sicherlich auch ein ganz, ganz geringer Teil, der irgendwie sagt, das ist das Nonplusultra, unter dieser Brücke zu schlafen. Aber in erster Linie brauchen wir Wohnraum, wir brauchen geeigneten Wohnraum und wir brauchen Menschen, die
ja dabei begleiten, weil es ist ja hoffentlich auch klar, dass ein obdachloser Mensch nicht von heute auf morgen in eine Wohnung zieht und dann das Leben wieder gut ist, sondern dass dahinter auch Themen stehen. Ja, und ich finde, am Ende geht es nur um Geld und das muss man benennen. Ja. So, und je öfter man das benennt, und es hat sich auch schon viel getan, das muss man auch sagen, in Berlin hat sich ganz viel getan in Bezug auf Obdachlosigkeit, aber immer noch ja, die Schwachstellen weiter zu benennen und daran zu bleiben. Spielt es in deiner Arbeit eine Rolle, dass du eine Frau bist? Ja, erstmal per se ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich habe schon sehr, sehr viele Heiratsanträge bekommen von Klienten. Also das ist sicherlich aufgrund meines Geschlechtes so. Ich habe, glaube ich, auch schon ganz oft keine geballert bekommen, weil ich eine Frau bin. Auch das nehme ich erstmal gerne an. Und ansonsten ist es, glaube ich, eine Rolle, dass mir manchmal das nicht zugetraut wird oder mittlerweile, glaube ich, schon. Aber so gerade am Anfang als Berufsanfängerin, es ist ein hartes Umfeld und man sieht auch schlimme Sachen. Und da, sage ich mal, nicht einzuknicken, würde ich jetzt nicht zu meinem Geschlecht zu zählen, ja, aber das wird mir zugesprochen. Und da klar zu sagen, so ist es nicht. So. Ja. Also ja, das hat sicherlich, sind da Faktoren bei. Ja. Wie ist das unter Obdachlosen? Das ist ja auch nicht 50-50 ausgewogen, die Geschlechter. Nee, es ist ungefähr 70% Männer und 30% Frauen. Und es liegt daran, dass Frauen auf der einen Seite sich schneller Hilfe holen. Also wenn man merkt, oh, irgendwie Miete läuft nicht so gut oder man verliert seinen Job oder man hat das Gefühl, in eine Depression zu rutschen, dass Frauen sich eher noch mal wem öffnen. Und der zweite Grund ist, dass mehr Frauen in missbräuchlichen Beziehungsmustern leben, also glatt Sex gegen Obdach. Okay. Kein schöner Grund. Nee. Was tut man für diese Frauen? Unterschiedlich. Ich würde sagen, bei uns in der Citystation ist zumindest schon mal ein Ort, um erstmal vorzutasten, ob da auch nette Sozialarbeitende sind, die was drauf haben. Also es kommt selten jemand bei uns durch die Tür und legt sozusagen seine ganzen Probleme auf den Tisch und wir können daran arbeiten, sondern es wird auch erstmal geguckt, ob wir nett sind, ob wir zuverlässig sind, ob wir unsere Werte haben. So. Und irgendwann, nach einem langen Beziehungsaufbau, kommt es irgendwann dazu, dass es eben nicht nur darum geht, dass man wenig Geld hat, um Lebensmittel zu kaufen, sondern dass andere Themen auch vorhanden sind im Leben. So, da können wir als Sozialarbeitende ansetzen. Dann ist es so, dass ich ganz viele Videos mache, wie hier, oder auch zu Service-Clubs gehe oder zu verschiedenen Veranstaltungen und darüber berichte, damit Menschen, die vielleicht Anwälte sind, die Ärztinnen sind, die einfach mit Menschen zu tun haben, das auf dem Schirm haben und wissen, das könnte ein Thema sein und daran arbeiten und das immer wieder ja aufs Tablett zu bringen. Ich stelle mir Obdachlosigkeit sehr hart vor. Obdachlosigkeit als Frau stelle ich mir, vielleicht auch, weil ich selbst eine Frau bin, aber ich stelle es mir irgendwie noch mal härter vor. Also das beginnt ja auch so bei so Themen wie, wenn ich menstruiere, dann will ich eine Toilette und Hygieneartikel und ein Waschbecken haben. Also ja, da kann ich eine nette Geschichte zu erzählen. Ich habe eine Praktikantin gehabt, die eine Frau hat sie angesprochen, gesagt, sie menstruiert gerade, ob wir ihr einen Tampon geben können. Und die Praktikantin hat ihr so einen Tampon gegeben. Und ich habe gleich gesagt, das gibt's hier nicht, ganze Packung. So, weil ich bestimme nicht, wie oft eine Frau sozusagen Glück haben kann, zu einem Tampon zu gelangen. So. Ja. Ne? Und wenn dann Leute sagen, jemand sagt, ich möchte nur eine halbe Packung, weil das sonst nicht in mein Gepäck passt, anderes Thema. Aber da müssen wir auf jeden Fall ran. So. Ich glaube, das ist ganz fürchterlich. Ich glaube, das ist, also Obdachlosigkeit ist, wie du sagst, per se schon schrecklich, weil das ganze Leben so beeinträchtigt ist, auch wenn es tolle Hilfsangebote gibt. Das Leben ist fürchterlich eingeschränkt und wenn ich dann noch als Frau bin und eine sehr hohe Chance habe, vergewaltigt zu werden oder schlimme Angebote zu kriegen und Angebote in Anführungszeichen, dann geht es nicht. Mittlerweile gibt es ja aber auch so Angebote, die sich auch gezielt an wohnungslose Frauen richten. Ich kenne zum Beispiel dieses Duschmobil in Berlin, weil das auch vor meiner ehemaligen Gemeinde immer geparkt hat. Und das
war spannend zu sehen, weil eben erstmal war das Angebot eben vor allen Dingen, du kannst dich hier duschen, deshalb Duschmobil. Aber darüber sind ja dann auch wieder Begegnungen entstanden für Seelsorge und für weitere Hilfsangebote. Das heißt also, es gibt mittlerweile auch, ist mein Eindruck, schon auch so eine Awareness für diese, ja, für diese besonderen Herausforderungen, denen Frauen auf der Straße ausgesetzt sind. Auf jeden Fall. Also es gibt, wie du schon sagst, das Duschmobil für Frauen. Es gibt frauenspezifische Notunterkünfte. Es gibt Housing First nur für Frauen. Also da gibt es auf jeden Fall Angebote. Wir müssen da meiner Meinung nach auch nochmal gut hingucken, wie wir mit Paaren umgehen. Mhm. Wir haben bei uns in der Einrichtung relativ viele Paare. So, wir haben eine Notübernachtung, die sind nach Geschlechtern getrennt bei uns in der Einrichtung. Die können also nicht mal abends nebeneinander einschlafen. So, ja. Wir reden gar nicht über Sexualität, aber selbst das geht nicht. So, dann ist die Frage, ob man langfristig Lösungen findet. Bei uns ist das die einzige Regel, dass man nicht zusammen duschen darf, also geschlechterübergreifend, weil wir oft gar nicht sicherstellen können, ist das freiwillig oder nicht. Mhm. Und deswegen sagen wir, egal, auch wenn ihr total verliebt seid und euch schätzt, jeder duscht hier für sich. So, das okay. ist unsere Regel. So, das wird auch akzeptiert, wenn man das gut erklärt. Wir nutzen gern den Vorraum bei uns in der Dusche, um wirklich gute Gespräche zu führen, weil wenn jemand nach 3-4 Wochen das erste Mal aus der Dusche wieder rauskommt, frisch geduscht ist, noch frische Kleidung anhat, dann ist das Körpergefühl ein anderes. Ja. Und dann sind auch Gespräche manchmal nochmal anders. Also da nutzen wir das schon, aber für Frauen gibt es grundsätzlich schon frauenspezifische Angebote. Vielleicht können wir an der Stelle ja auch einfach mal transparent machen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, wir haben uns bei einer Beerdigung kennengelernt von einem Gast. Ich bin da mit 3 anderen Gästen hingekommen. Und hatte schon eine sehr aufregende Fahrt. Es war alles nicht sehr einfach, der Weg zu diesem weit entfernten Friedhof, irgendwo im Nirgendwo. Und es war schon auf der Fahrt, war nämlich die große Diskussion, ob man Flaschen sammeln darf, wenn man auf dem Weg zu einer Beerdigung ist. Oder ob das pietätlos ist. Oder ob das der Mensch, der bestattet wurde, das vielleicht cool gefunden hätte. Also das war unsere Hinfahrt. Ja, und da haben wir uns bei einer Bestattung kennengelernt. Ja. Ich kann mich auch noch gut an die erinnern. Es war meine 2. Beerdigung insgesamt. Und ich habe bei dir sehr viel gelernt. Die war mir angekündigt worden als sogenannte stille Urne, keine Feier. Und damit hatte ich dann also auch gerechnet, war darauf eingestellt. Es stellte sich später raus, dass den Angehörigen eine Feier total wichtig war, aber dass sie sich nicht leisten konnten, die Kapelle anzumieten. Mir war ganz wichtig, dass Geld da kein Hinderungsgrund sein darf bei einer Trauerfeier. Ich habe gemerkt, dass dieses Thema unglaublich schambehaftet war. Wir haben dann, weil eben in die Kapelle konnten wir also wirklich nicht rein. Oder 5 Minuten durften wir, glaube ich. Wir haben dann die Trauerfeier einfach am Grab gemacht, draußen. Es war schönes Wetter. Und haben da alles gemacht, was wir eben sonst in der Kapelle gemacht hätten. Und das hatte eben dann auch funktioniert. Ich habe die als sehr schön und stimmungsvoll in Erinnerung. Aber mir war es vorher eben nicht bewusst gewesen, wie teuer so eine Kapelle ist. Mhm. Und wenn man dann so mit Angehörigen arbeitet, darauf zu achten, dass die eben das bekommen, was ihnen wichtig ist, und ohne, dass sie irgendwie auch zu viel offenbaren müssen, dass sie sich schämen müssen. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und ich glaube, durch diese Begegnung, ich bin da nicht in Fettnäpfchen getreten, zum Glück. Aber ich bin dadurch auch nochmal sensibilisiert worden. Mhm.
Ja, es gibt einen Friedhof in Berlin, wo viel so sozialrechtliche Bestattungen sind. Und wir probieren eigentlich immer hinzugehen, weil wir sagen, wir begleiten die Menschen im Leben auf und ab und dann auch sozusagen den letzten Weg. Und bei diesem einen Friedhof, da gibt es einen Friedhofsmitarbeiter, wenn der mich sieht, sagt der schon, ach nein, wieder ein Obdachloser. Und nimmt es aber ganz liebevoll und sagt dann wirklich, ja, hier, bleibt mal länger in der Kapelle und wir regeln das. So, also auch das gibt es. Ja. Und das, ich sage auch bewusst nicht, welcher Friedhof das ist, weil das vielleicht so sein und mein Deal ist. Ja? Ja. Aber das, darum geht es, dass Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Lösungen schaffen, die kreativ sind, die heilsam sind, die eine Gemeinschaft und Miteinander fördern. Das hast du an der Stelle gemacht mit, wir gehen raus und machen das draußen. Das hat auch zu den Menschen gepasst, das draußen zu machen. Es war gar nicht irgendwie unpassend so. Und dann da wirklich zu sagen, man darf kreativ sein. Das war Feministisch Fromm Frei Schnauze mit Anna-Sophie. Schön, dass du da warst und danke für all das, was du erzählt hast, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir können ganz viel von dir lernen. Danke für die Einladung.